So, Leute, dann darf ich ganz herzlich meine Stimme erheben zu Let's Play, verdammt, Let's Show Magic the Gathering das Spiel lernen. Ja, also ich werde jetzt auf erweitertes Lernspiel gehen. Ja, zuerst noch, dass hier etwas nachkommt, Bestandteil einer Karte. Also, da hier steht der Name der Kreatur. Da steht, wie viel Energie man zahlen muss. Hier steht, von welchem Set sie ist und ob sie selten ist oder so. Also, ja, Gold heißt selten. Orange heißt, glaube ich, eben ganz sehr selten. Und dann gibt es noch Silber und Weiß. Dann hier ist die Stärke, also mit der wir angreifen können. Und hier die Widerstandskraft. Hier steht das alles noch. Also, dieses Tutorial könnt ihr euch runterladen bei www.magicthegathering.com. Und ja, also ich werde jetzt einfach mal erweitertes Lernspiel. So, ja. So, entschuldigt noch die lästigen Töne. Wow. Jetzt bin ich aber erschrocken. Also, es macht ein wenig lästige Töne. Weiter. So, wir haben hier schon eine Kreatur draußen. Und sie weckt jetzt da gerade was, das mich hier tötet. Jetzt greift sie mich an. Ja. Chandras Zug, der Goblin und. Ja, genau. Jetzt, wenn ich ihn durchlasse, was ich als einziges tun muss, dann, ja, fügt er mir jetzt zwei Schadenspunkte zu. Hier. Oh. Also diese Geräusche sind echt eklig. Oh. Verdammt. Okay. Tappen. So, jetzt bin ich wieder am Zug. Und jetzt kann ich hier klicken. Und jetzt habe ich einen Zentaurenrenner. Echt geil. Das. Das ist eine sehr gute Kreatur. 5 Baum Baum. Das ist ja witzig. Mit dem Bus ist man gut am Zug. Ja, also, das ist jetzt hier nur die Demo. Ja. Und ihr könnt euch das richtige Spiel auch, wenn ihr einen Steam-Account habt, runterladen. Entschuldigt, falls ich. Genau das meine ich. Huste. Ich bin ein wenig erkältet, aber es sollte schon gehen. Gut, Kreaturen bleiben im Spiel, nachdem du sie gewählt. Ja, genau. Also, die bleibt jetzt im Spiel. Ich muss ja. Sie spielt im Gebirge. Ich muss ihre Mana-Kosten nicht nochmal bezahlen. Jetzt wirkt sie ein Bergklipp-Minotaurus, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Bergklipp Minotaurus, dreimal und so. Aha. Ja, okay. Wenn der mich jetzt hier angreift, dann kann ich jetzt mit der da hier die blocken. Hallo? So. Fertig mit dem Blocken. Ja, genau. Also, jetzt werdet ihr dann da gleich sehen. Also, der fügt mir 2 Schadenspunkte zu, aber ich ihm 3. Das heißt, er stirbt. Oh Mann, diese Geräusche sind echt blöde. Aha. Okay, weiter. Ja, jetzt haben wir hier nur noch eins, aber der Zug ist ja vorbei. Ja, ich weiß, dass wir scheiße aussehen. Kann ich auch nichts dafür. Okay, enttappen. Ja, genau. Jetzt auf meine Bibliothek, Karte ziehen. Und jetzt. Och, nö. Ja, Land ausspielen, ne? Man kann, glaube ich, nicht mehr Länder ziehen, darum kann ich den da gar nicht. Keine Begrenzung für Kreaturen im Spiel. Ja, genau, jetzt muss ich wieder den da hier ins Spiel bringen. In den späteren Versionen kann man dann auch noch weiße und blaue und schwarze Decks spielen. Es ist so, es gibt hier keine Hexereien. Also, Hexereien sind. Na, ja, okay, Angriff. Hexereien sind bestimmte Zaubersprüche.
Ja. Okay, das lässt durch. Und wir fügen hier 3 Schadenspunkte zu. Hier. Oh Mann, okay. Okay, Zug beenden. Ja. Hauptphase. Jetzt greift er mich an. Ja, ich muss mal eine durchlassen, ne? Ja, da war er wohl recht stark. Jetzt habe ich nur noch 15. Aber ich glaube, wir können sie besiegen. Ja, ich weiß. Also, wenn ich jetzt mit einer Kreatur geblockt hätte, dann hätte er die zerstört. Ja. Ist es fertig? Ja. Enttappen. Karte ziehen. Okay, das ist ein Zauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/+3 zum Ende des Zuges. Ja, also die kosten nur einen Mana und sie ist sehr gut. So, jetzt Land spielen. Entschuldigung. Ja, jetzt kann ich mit beiden Kreaturen angreifen. Angriff! Okay, jetzt bist du tot. Ah ja, genau. Jetzt wirkt sie Schock. Und im richtigen Spiel ist das... Ja doch, es ist so. Ja genau, Angriff unterbrochen und jetzt hast sie Schock gespielt. 2 Schadenspunkte. Jetzt kann ich aber das da hier benutzen. Und muss schnell Welt retten. Und jetzt kann ich es auf die wirken. Und jetzt wird sie nicht sterben, die Kreatur. Also, ich würde lieber mit deinem roten Deck spielen. Alter. Ja. Ja, jetzt ist er fertig. Ja. 9 Lebenspunkte, die haben wir gleich.